So, und weiter geht's mit der neuen Runde auf Mistralia. Es gibt hier heute ja, im Prinzip eine besondere Folge, beziehungsweise eigentlich eine besondere Woche, genauer gesagt. Und zwar werden wir hier kein Gewinnspiel, aber das ist das falsche Wort. Ja, eine kleine Bonus-Code-Aktion machen. Das heißt, in den nächsten 5 Tagen, heute startet das Ganze schon, wird im Laufe des Videos einen Code geben, den ihr finden könnt. Und dieser Code gibt euch dann zum Beispiel, soll ich schon verraten, was es gibt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mach's mal. einen Ampli. Es ist, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich bin es im Offi-Game gar nicht mehr so genau drin, bin nicht mehr so groß drin. Ich kenne vielleicht diese R-Amplis und Q-Amplis. Ich glaube, es müsste sowas sein wie ein R-Ampli. Also es hält auf alle Fälle eine ganze Woche. Sorry, fünf Tage hält das Ding. Sorry. 5 Tage. Bringt allerdings 100% XP und 50% XP und kann dann eben gestackt werden 5 Mal. Das heißt im Prinzip für euch, wenn ihr hier an diesen 5 Tagen, wo ihr mitmachen könnt, jedes Mal diese Ampli holt, dann könnt ihr quasi diese 5 Amplis holen hier und könnt ihr dann quasi 5 Tage genießen. Und ja, kleine Info nur, dieses Ampli läuft auch weiter, wenn ihr ausgeloggt seid. Das heißt, diese 5 Tage, wo das Ganze dann hält, sollt ihr dann eben sehr aktiv nutzen und dann halt eben nicht irgendwie das aktivieren, wenn ihr halt gerade irgendwie dann übermorgen in Urlaub fahrt oder so. Das macht dann keinen Sinn. Und genau. Also, was ihr machen müsst, im Prinzip folgendes. Wir haben ja natürlich jetzt erstmal diesen Standardcode, der am Anfang des Videos immer ist. Der ist nicht damit gemeint. Es ist ein anderer Code. Und zum ersten, also im ersten Mal will ich es auf alle Fälle im Video verstecken und ich schätze mal, dass ich das Ganze so machen werde, dass für das zweite Mal einfach ein kleines Quiz ansteht. Das heißt, ich werde in die Kommentare hier ein Quiz reinschreiben, einfach eine kleine Live-Frage und wenn das irgendjemand richtig beantwortet, dann gibt es den Code für morgen direkt in der ersten Sekunde. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich den einfach ja, irgendwo im Video verstecken und dann müsst ihr einfach ein bisschen suchen, sage ich mal so. Ich meine, ist es eh nicht so schwierig, dann in der Regel findet man sowas dann ganz schnell. Und ja, genau. Also eine ganz kleine Zusammenfassung. 5 Tage läuft das Event, also 5 Tage gibt es diese Bonus-Codes. In diesen 5 Tagen gibt es jeden Tag von mir ein Video. Und in diesen Videos gibt es dann eben diese Codes. Die Codes bringen euch quasi jeweils ein Ampli. Ein Ampli, welches jeweils 5 Tage hält. 5 Tage Real-Life-Zeit. Und die könnt ihr eben 5 Mal stacken. Genau. Also 5, 5, 5. Genau. Falls es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Falls ich es irgendwie schlecht erklärt habe, einfach in die Kommentare schreiben. Und dann klären wir das Ganze. Und ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Und natürlich werde ich auch das Ampli holen, ist natürlich klar. Mache ich dann im Laufe des Videos. Vielleicht ist er da dann schon der erste Code versteckt, wer weiß. Kleine Info zu Fairness. Ich werde versuchen, dass ich diesen Code immer, das heißt, wenn die Quizfrage nicht richtig beantwortet wurde, ich werde es immer in der ersten Hälfte verstecken und nicht in der zweiten Hälfte. Damit das Ganze zumindest ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Grenzen hat. Denn ich meine, ich weiß natürlich, man kann sich dann auch ein bisschen tot suchen. Gerade bei so einem 20, 25, 30 Minuten Video ist das Ganze natürlich dann schon ein bisschen too much vielleicht. Deswegen, ja, genau. So, ich habe übrigens noch das Schmuckset hier rüber getradet. Mal schauen, was wir gleich kriegen werden. 36 kHp, okay. Das ist schon ziemlich geil, wenn man aktuell 5 Teile bringt und gar nicht mal so viel eigentlich. Noch gar nicht mal so viel, sagen wir so. Oder haben wir hier, was ist das hier für ein Set? Wir müssen schnell Dinge hier killen. Ach nee, warte mal, wir haben 6 von 11. 7 von 11? Warum haben wir 7 von 11? Hä? 2, 4, 5? Hä? Wait, was? Wir haben 2, 3, 4, 5, 6. Warum steht hier 7 von 11? Haben wir jetzt. Warte mal, wir können es testen mit einer Blockrate.
Blockrate, Mini-Block, 29%. 19%. Hey, the fuck? Vielleicht zählt die Axt irgendwie als doppeltes Item. Könnte es sein. Das weiß ich jetzt nicht. Könnte gut möglich sein. Aber ja, ist doch cool, oder? Definitiv eine coole Sache eigentlich. So, 5%. Wait, Wandel ab. Ah ja, okay. Alter, 37 KP. Also ich muss es sagen, das Schmuckset bringt dann doch einiges. Und ich meine, gut, wir sind aktuell pur STA. Mit einem 101-Set, glaube ich. Ja, nee. Nee, es ist kein 101-Set. Es ist sogar ein AOE-Set, aber halt mit 101-Erweckungen. Ja, es ist ein bisschen wirre und so, aber naja. Auf jeden Fall. Ich meine, die HP, die gehen mittlerweile. Also, ich meine, natürlich brauchen wir noch einen Umhang, wir brauchen noch ein Pad, am besten halt ein STA-Pad und Beats und also wir brauchen noch so viel Stuff. Ja, da hängt es natürlich noch, da hapert es aktuell ein bisschen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Also da bin ich mir nicht sicher. Alter, was ist das für ein Stick hier? Ein Epic Leo Stick. Klar. Das ist auch genau den ich mir gewünscht habe, so. Dieses Schwert war auch insane damals, dieses Sparkling Sword of Epic. Ich glaube, das habe ich sogar direkt am Anfang getroppt, mit dem ersten Charakter sogar noch. Habe das dann, glaube ich, aufbehalten und dann einfach immer wieder benutzt. Ich meine, das ist halt 182 Attack auf einem 57er Schwert. Das ist halt heftig. Okay, aber XP sind ganz gut. Ja, Petfilter. Petfilter. Nein, Partyfinder. Petfilter. Petfilter, wow, auf U. Gut. You do not want to pick up. Ich will nichts davon. Safe. Okay. Ja, ich meine, die ganzen Schmucksachen und so, die sind halt. Also, ich werde es bereuen, weil irgendwann fahre ich wieder irgendeinen Dungeon und dann denke ich mir, warum droppt man hier nichts oder warum man nichts bekommen. Und nach 10 Runs und so fällt mir auf, so fuck, ich habe die ganze Zeit was gedroppt. Ich hatte einfach nur nicht einen Petfilter an. Glaub mir, das kam schon öfter vor. Aber ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe es auch schon sehr oft aus aus dem Gilden-Chat gehört oder gelesen, von anderen Spielern, die so gesagt haben, so, ich hatte nicht mein Petfilter an. Ich war in dem Dungeon drin und habe nichts aufgehoben. Wahrscheinlich hätte ich sogar was gedroppt. Aber, ja. Bisschen blöd vielleicht. Aber gut. Na komm. Party 2, 4, 6, 7 aktuell nur. Okay, aber das ist zumindest auf Contribution. Das ist schon mal ein Anfang. Da ist ein Ei. Geil. Ich habe ein Ei. Was ist das denn? Was ist das denn? Noch nie gesehen, noch nie gehört. Okay. Why not? Wir könnten eventuell auch dann zu den nächsten gehen. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also zu den Kannis. Könnte ein Fehler sein, könnte auch gut sein. Ich weiß es gerade wirklich noch nicht so ganz. Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Wobei, warte mal, hier. Nee, ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Das Spawn ist geil. Das Spawn ist richtig geil. Warum sind wir da nicht? Strange. Okay, das Spawn ist super. Mal schauen, was das Pad hier. Ich glaube, leveln müsste so genau. Das levelt nicht über Zeit. Nee, die normalen Pads haben damals über Zeit gelevelt, oder? Irgendwie so eine Art. Ich glaube so, ja. So, bin ich mal gespannt, was das gleich geben wird. Also ich meine, die normalen Mammuts geben auch schon wirklich sehr gute XP. Das mache ich natürlich an. Speed XP, super. Pet XP, perfekt. PvE-Schaden, Item Drop, okay.
kann man machen. Ich glaube, ich sollte lieber wegauen eh, oder? Ah, ich glaube schon. Ich weiß nicht, irgendwie wie nennt man das? Also so ein AOE-Skill, so ein Sammelskill wäre cool. Aber so ein targetbezogener AOE-Sammelskill. Wisst ihr, was ich meine? Dass man zum Beispiel einfach so dieses Ding anklickt und man halt da dann quasi darauf einen AOE castet, halt wie zum Beispiel Winfield oder so. Problem ist halt nur, so, es ist halt. Ich glaube, so ein System ist auf jedem Server irgendwie komplett unbalanced. Und ich glaube, es ist einfach auch schon der Grund, warum man das halt einfach nicht machen sollte oder nicht implementieren sollte. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man es vielleicht irgendwie auch balancen könnte. So, ich mein, so eine wilde Theorie, aber. Alter, die XP, Alter, die Mobs, die alles. Nein, 99,97. Ach du Mistviech. Warum gibst du mir 0,03 zu wenig? Finde ich uncool. So, Level Up. 38 KP. Sieht gut aus. Das Eck hat einfach schon 75% gemacht. Mit, ich glaube, 2 AOEs oder so. Ja, aber das ist ja geil. So, jetzt kommt auf einmal mal der Punkt. Ich könnte auch erstmal die Mobs killen, ich weiß. Vielleicht killen wir erstmal die Mobs. Ah, okay. Schließt sich sowieso, wenn ich mich bewege. Gut, gut. Dann werde ich gleich meinen ersten Code nutzen. Keine Sorge, falls es eben gerade schlecht lesbar ist, weil er auf einem Gerät seid, was ein bisschen kleiner ist, wie ein Handy oder iPad oder also Tablet oder was auch immer. Ich schreibe ihn unten mit rein. Also irgendwie hier unten da oder so. Wait, das war 0,73% für das eine Mob? Das ist krass. Das ist echt heftig. Power-Ups. Oh, und instant ein STA-Pad. Einfach instant ein STA-Pad. Holy shit. So, Ingame-Shop. Genau, Ingame-Shop ist der Shop. Dann gehen wir jetzt rüber und holen uns meinen ersten Code. Und der erste Code ist dieser hier. Ach Gott, nicht hier. Dieser hier. Keine Sorge, ich schreibe ihn unten rein. Es ist nicht 0 Uhr. Natürlich. Klar, es ist noch nicht 0 Uhr. Der Code ist trotzdem drin. Ihr könnt natürlich dann schon nutzen, ich noch nicht. Aber ja, genau. Klar. Wow. Das war eine tolle Aktion auf alle Fälle. Das ist halt auch so eine Sache, die, glaube ich, so. Die passiert nicht vielen. Aber mir passiert sie. Naja. Macht alles nichts. Tage sind lang. Genau. Ich muss auch sagen, ich freue mich dann darauf, wenn ich den endlich nutzen kann. Denn dann können wir wirklich mal ordentlich durchstarten. Wobei ich kann überlegen, denn wir brauchen den natürlich dann auf. Na, eventuell auf 2 Charakteren. Oder? Oder auf 3 sogar? Schwer zu sagen, wie man es sieht. Ich meine, der Ringmaster musste mitleveln. Ich glaube nicht unbedingt eigentlich, oder? Musste mitleveln? Aber 130 reicht eigentlich, oder? Ja, genau, das reicht eigentlich. Wobei, ist der schon Master eigentlich? Ach Quatsch, der kann doch gar nicht Master sein, oder? Ringmaster Waggy. 105 ist der. Warte mal, ich könnte eigentlich den Waggy-Lead schon mal rauskicken. Und lieber den Waggy leveln. Das macht doch in jeder Hinsicht eigentlich mehr Sinn, oder? Ja doch, würde ich schon mal sagen. Das macht einfach mehr Sinn. Sweak FM. Einmal hier. Dann nehmen wir einen anderen Leecher und raus mit dem. Okay. Habe ich auch ein Fenster weniger offen. Ist auch mal ganz gut. Genau. Ah ja, ich brauche noch einen Ringmaster, glaube ich, Amplis.
Aber er hat kein Ampli mehr übrig. Verdammt. Ich glaube, der andere ist nicht handelbar, oder? Nee, untradable. Na, okay, gut. Macht nichts. Kauf ihm nächstes Mal einfach dann. Das ist nicht so schlimm. Oh ja, das Pet-Level aber gut. Holy moly. Generell halt so als AOE irgendwie Pet-Level, das ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen unbalanced. Generell AOE ist in Flife eh immer so ein bisschen unbalanced. Ich meine, ich erinnere euch gerade nur so an die alte Zeit damals, als man halt so die Event, also als halt, war das Events? Warte mal, ich überlege gerade. Ja doch, ich glaube, es waren so Drop-Events, oder? Ja, genau, zum Beispiel so Weihnachts-Event, wo es diese goldenen Äpfel und so weiter gab, oder die Zombie-Events und so. Auf jeden Fall, so jede Klasse hat immer mega den Struggle. Also, jeder 101 hat immer einen richtigen Struggle damit. Und die AOE-Klasse einfach so, boah, ich fahre mit halb einer Stunde, dann habe ich halt so genug für was auch immer. Und es war halt schon immer echt unbalanced. Und die haben das dann über so viele Jahre versucht, halt irgendwie zu balancen. Aber es hat halt irgendwie so wirklich nie funktioniert gefühlt. Ja, das ist halt immer so die Sache. Aber ich meine, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich es irgendwie besser könnte. So ganz im Gegenteil. ...20% auf dem Pad. Ey, ist halt so gut. Es ist halt wirklich so nice. Dass wir jetzt einfach ein STA-Pad kriegen, ist halt wirklich perfekt. Ich meine, die haben halt unendlich Leben, das heißt... ...ich kann die halt, also ich kann die halt einfach nutzen. Wirklich nutzen, ohne Angst zu haben, so... jetzt könnte das und das passieren, und wenn ich jetzt sterbe, und die Pad-Energy kosten so viel, und... ...ist immer so ein Problem. Nicht immer, aber auf vielen Servern zumindest. Und ich meine natürlich, klar, es ist halt irgendwie eine Mechanik, die halt schon irgendwie Sinn ergibt. Eine Million für eine AOE, krass. Einerseits ergibt es schon Sinn und so, aber andererseits ist es halt so... Ja, es ist halt nervig, so. Es ist... Also vielleicht soll es auch nervig sein, das kann schon auch sein. Aber... Ja, weiß nicht. Ich bin da gar nicht so der Fan irgendwie von, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem auf dem Off wieder so, hey, dein Pet ist gestorben, du musst jetzt 7 Euro zahlen, um dein Pet wieder zu reviven. Oder du willst, dass er wieder ein Leben mehr hat, dann zahl irgendwie 2,50 oder so. Ist halt wirklich, Off ist halt lost. Off ist wirklich komplett lost. Und dann advertised du das Spiel auch noch so für Kinder, also. Hey, dein imaginäres Pet zu deinem Tamagotchi. Dein digitales Tamagotchi. Ist gestorben, du willst es weiter nutzen, zahl einfach echt Geld dafür. Muss man überlegen, so 2,50 Euro, was das 2004, 5, 6, 7, 8, 9 damals wirklich wert war. Für 2,50 hast du damals, für 2,50 konntest du richtig einkaufen. Also, holy shit, da gab es die kennst du noch die großen Kaugummis, diese runden Dinge aus dem Freibad oder aus dem Schwimmbad damals? Für, ich glaube, 50 Cent damals? Die ist, wie Santa Shocks. wie hießen die Dinger dann? Ja, ich meine, die kennt wahrscheinlich jeder. Weil wir sind ja alle gleiche Generation, alle sind immer ungefähr gleich alt. Ich denke, die kennt jeder. Oder eine Kugel Eis damals. Bei uns, natürlich, es sind ja Dorfpreise. Sind ein bisschen günstiger vielleicht. Eine Kugel Eis kostet bei uns damals. Ich muss überlegen, ich habe gerade einen Preis im Kopf, weiß aber gerade nicht, ob das die teurere oder die günstigere Eisdealer bei uns damals war. Oh fuck, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube es waren 70 Cent. 70 Cent war damals bei uns die gute Eisdealer mit einem teuren Eis. Aber das Eis war halt wirklich gut und 70 Cent waren halt damals echt schon viel. Und da gab es noch eine andere Eis, die glaube ich hat 60 Cent gekostet. Die hat ein bisschen schlechteres Eis. Aber es war halt günstiger. Aber muss man sich mal überlegen, 60 Cent für eine Kugel Eis. Und dann kommt halt so ein Online-Game daher aus Südkorea und sagt so, hey, dein imaginäres Pet kostet einfach mal 4 Kugeln Eis. Ey, man darf sich halt echt... Wenn man sich wirklich mal drüber Gedanken macht,
So damals als Kind, wie viel hat man gegessen? Wie viel Kugeln Eis? 2 Kugeln? Wenn man richtig krass drauf war, dann 3, oder? Also wer 3 Kugeln Eis gegessen hat, der war dann schon... Der war entweder fett oder der war irgendein richtig besonderer Tag. So 2 Kugeln war damals schon geil. Teilweise auch immer nur eine Kugel und so. Ich meine, wir waren halt damals einfach arm. Das war halt so bei uns, waren halt... Ja, 2 Kugeln waren eigentlich schon das... Also Standard bei uns, keine Ahnung, vielleicht war es bei anderen auch anders. Aber bei uns war so 2 Kugeln war halt gut. Normal gut und genug halt vor allen Dingen. Aber ich überlege gerade auch mal so die anderen, die halt so eine Eisdiele rumstanden, die haben auch immer 2 Kugeln gehabt. Eigentlich. Worauf ich hinaus will, ist auf alle Fälle so, dieses Game mit dem Namen Flife sagt halt einfach so, du kannst jetzt zweimal zum Eis essen gehen und eine geile Zeit dafür bringen. Oder du kaufst ein Pet Energy, was dir noch nicht mal garantiert, dass du halt die vollen 5 Leben kriegst, sondern du kriegst einfach nur 1 bis 5 Leben. 1 bis 5. Das muss man sich halt echt mal vorstellen. So. Und ja, also ganz im Ernst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht ein absolut, das ist glaube ich so der unbeliebteste Kommentar, den ich machen könnte. Gemessen an meiner Community, also an meinen Zuschauern. Aber Flife ist halt echt so ein Game, was man damals einfach verbieten hätte sollen. Wie die damals einfach die Kinder abgezogen haben, das war insane. Also, ein Casino ist halt gefühlt nichts dagegen. Also ein Casino ist halt wirklich nichts dagegen eigentlich. Also ein Casino spielt halt nicht so mit deinen Gefühlen und sagt halt so, hey, du hast ja da so ein Pad aufgezogen, du hast da viel Geld reingesteckt. Und schau mal diesen süßen Hasen an und so. Und der ist jetzt tot und... oder der ist fast tot, der hat fast kein Leben mehr. Zahl mal 2,50 Euro dafür. Es ist halt schon, also... Ehrlich gesagt, das ist halt eigentlich schon was, also zumindest... Ja, sowas sollte einfach nicht an Kinder vermarktet werden, beziehungsweise generell... also halt generell schon mal so eine Mechanik sollte halt in Spielen für Kinder gar nicht drin sein. Und dass es halt auch dann wirklich noch zufallsbasiert ist, dass du halt nicht mal gesagt kriegst, so okay, du zahlst jetzt 50 Cent pro Leben, sondern du zahlst halt pro Leben 50 Cent bis 2,50 Euro. Das ist halt schon echt übel. Ich meine, halt 4 Kugeln Eis oder halt ein Pet-Leben im schlimmsten Fall. Also das ist halt schon, ja, also Flife ist halt so räudig einfach, das ist halt, ich weiß es nicht. Und mich regt es heute noch einfach auf. Und ich meine, gab es auch noch die Schatulle der Erfahrung damals. Ah, was hat die damals gekostet? Waren es nicht irgendwie auch so 2 Euro, 2,50? Ich habe auch noch irgendwie mit 70, 75 Cent im Kopf. Nee, warte mal, gab es auch noch dieses Sammel, also diese Bundle-Angebote, also diese Bundles. Irgendwie so eine Schatulle der Erfahrung, irgendwie, keine Ahnung, 1, 2 Euro, 10 kosten irgendwie so 8 Euro, 100 kosten 75 Euro, so ein Scheiß. Oh, Alter. Ich hasse dieses Spiel halt wirklich. Also, no joke. Flife ist halt echt so ein Game, wo ich sagen muss. Ich hasse. Also, nicht vom Spiel allgemein. Nicht vom Spiel allgemein, okay? Aber von der Firma, die dahinter steht. Dieser Company, dieser Galalab, Cheap Potato, Webson. Wie heißt das neue? Dieses komische Krypto-Unternehmen da. Es sind halt so, es ist halt so räudig, was die machen. Es ist halt wirklich, es ist Abfuck pur. Und ja, also ich finde es halt echt so scheiße, dass die halt einfach damals solche Sachen abgezogen haben. Und natürlich, ich war damals natürlich auch jung und naiv und ich bin drauf reingefallen. Und das Schlimmste war damals, als man halt irgendwann keine Paysafe-Cards mehr bekommen hat, dann ging's, also dann kam bei mir damals zumindest, diese neue Zahlungsart, die angeboten haben, was ein noch größerer Rip-Off war als der komplette Scheiß-Game, hey, zahl doch via Handy. Und dann war das teilweise bei mir zum Beispiel so, habe ich via Handy bezahlt, was einen extrem schlechten Umrechnungskurs hatte. Ich weiß, Power-Ups sind gleich aus, ich mache trotzdem ein bisschen weiter und ich gehe gleich in die Stadt und mache dann schnell das Pad auf S, auf S, genau. Auf das nächste Level halt dann. Das Schlimmste war dann bei mir damals, dass ich so mir gesagt habe, okay, ist ja ganz cool und so,
probiere ich es eben aus und mache es eben auf Rechnung quasi, auf die Handyrechnung. Und das für mich Schlimme war damals, die ersten Monate kam das nicht auf die Rechnung drauf. Und ich dachte mir so, geil, Infinite Money Glitch, ja, einfach so, ich kann Cheap Potato Coins, also Cheap Potatoes kaufen und ich zahle dafür keinen Cent. Und ich habe eingekauft. Oh, mal 10, oh, nochmal 30 Euro, ah, warum nicht mal 70 Euro? Und irgendwann kommen die Rechnungen. Also, ja, es ist halt, was soll man dazu sagen? Alles, jedes Atom, was irgendwie mit Flife oder mit Cheap Potato oder mit Webson oder Galdeb so zu tun hatte, es ist alles so ein Fuck, es ist so eine Abzocke, es ist so ein Scam einfach nur. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Das ist einfach alles. Es ist so krank alles. Also ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen so, oder muss ich sagen, entweder hat man zumindest die Praxis verbieten sollen, oder halt wirklich einfach das komplette Game. Ich habe halt wirklich damals hunderte über hunderte Euro dafür ausgegeben. Und alles nur im Prinzip auch dann noch, muss man zusagen, dass mein Account hat dann quasi an eine random Person gegeben wurde, halt bei der Umstellung auf, wie hieß das, WePlay oder WeBit oder so? Keine Ahnung. Und hat effektiv jemand den ganzen Account leer geräumt hat und hat da wirklich alles umsonst war. Also es ist eine riesige Shitshow. Und wirklich halt effektiv alles weg. Alles weg. Allein sowas sollte auch schon mal illegal sein. So Accounts löschen, wo halt Leute hunderte oder tausende Euro reingesteckt haben. Warum ist sowas legal? Es ist halt. Ach, was soll man so sagen? Ich kann mich ewig drauf aufregen. So. Brauche ich eine Stadt? Ja, perfekt. 1-3. Lol, ey. Holy shit. Heute läuft's aber, oder? Okay, dann können wir eigentlich die Folge beenden, oder? Ja, Platz ist noch da. Amtis habe ich noch. Power-Ups habe ich noch. Dungeon. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Ding da ist. To restore. Ach lol, okay, das ist cool. Was haben wir hier noch für ein Zeug? Okay, was ist das hier? Aha. Silver Casino Key. Casino Manager for Rewards. Das probieren wir noch schnell. Das müssen wir noch dringend probieren. Habe ich einen Mount? Ich habe keinen Mount, oder? Warum bin ich so langsam? Alter, bin ich langsam, the fuck? 74% Speed. Fühlt sich an wie 5% oder so. So, Casino Manager. Ach, geil, Gambling. Oh, machen wir erstmal die schlechteren Keys. Wait, ich war hier schon mal, oder? Hab ich gerade einen Flashback? Also habe ich gerade. Ich war hier mal. Irgendwie kommt es bekannt vor. Geil. Element Card Box. Ja, genau, da haben wir die Element Cards bekommen. Stimmt. Und nochmal das gleiche. Perfekt. Was gab's daraus? Ach ja, genau, hier haben wir die Chancen. Preis 20 DP, lol. Was ist Invalid Key? Ach, lol, okay. 40 DP. Ah, oh, krass, okay. Ah, hier gibt es andere Sachen drin. Silverbox. Okay, andere Cash-Upsets und ein Casino-Bike-Box. 10%? Aber es ist ja auch eine Lucky-Box, oder? Eine Lucky-Box im Casino. Interessant. Was war das hier gerade für ein Ding? Silverbox, okay. Bin gespannt, was drin ist. Das war ein Piercing Cardbox, okay. Water B, okay.
Blessing of the Pet Tamer. Ein Stück. Naja. Gut, ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.